Du möchtest Musik abmischen und suchst nach einem Mixing-Plugin, das dir innerhalb von Sekunden den Lo-Fi-Sound der 80er bescheren kann? Dann bleib jetzt dran. Junge New Yorker Plugin-Schmiede Baby Audio haben ein neues Multi-FX-Plugin mit dem Namen Super VHS rausgebracht, das sie selber als Lo-Fi-Beast bezeichnen. Wenn du auf den Sound der 80er mit seinen leicht verstimmten, choruslastigen Synthi-Sounds stehst, könnte dieses Plugin für dich interessant sein. Ich habe angetestet, was das Teil so drauf hat und das hören wir uns jetzt mal an. Schauen wir uns die einzelnen Einstellungsmöglichkeiten des Plugins hier mal an. Hier haben wir also Super VHS. Du siehst auch schon, es ist alles sehr 80er-Style technisch gehalten, auch vom Outfit her dieses Plugins, sage ich mal. Es sieht echt cool aus, erinnert mich jetzt so an die 80er, an meine Kindheit. Und wir schauen uns jetzt mal hier die Möglichkeiten an, die man hier hat, oder die Einstellungsmöglichkeiten. Du hast hier, fangen wir mal ganz links an, das ist Heat. Mit Heat emulierst du eine Bandsättigung, eine analoge Bandsättigung, und kannst das Signal damit einfach ein bisschen fetter machen und ihm mehr Gewicht geben. Hier unten geht's weiter mit Wash. Das emuliert einen Hall aus den 80ern, so ein bisschen so ein Lo-Fi-Hall aus den 80ern, der ein bisschen unnatürlich klingt. Mit Drift hast du einen oder steuerst du einen LFO-Filter, der Timing und auch Tonhöhenschwankungen emuliert. Dann geht's hier unten weiter mit diesem Schieberegler. Damit kannst du ein Static Noise, also ein Störgeräusch oder technisches Störgeräusch, Pink Noise-mäßiges Störgeräusch oder Rauschen hier einfach erzeugen. Und bei Shape handelt es sich um einen Sample Rate Reducer. Also du kannst hier das Signal praktisch schlechter machen. Das kannst du dir so vorstellen, wie wenn du ein HD-Video schaust und das dann wie in den 80ern, wie das früher war, dass das Bild eher körniger war. Das kannst du über diesen Shape-Button hier regeln, dass das Signal einfach, sage ich mal grob gesagt, schlechter wird oder nicht mehr so ganz so klar und sauber klingt. Hier oben hast du deinen Mix-Button oder deinen Mix-Schieberegler. Das ist das gleiche wie dein Dry-Wet-Regler beim Hall zum Beispiel. Also wie viel du hinzumischen möchtest von dem Effekt. Und hier rechts können wir den Output anpassen. Insbesondere in Verbindung mit Heat ist der wichtig, weil über die Bandsättigung, wenn du die reinfährst, machst du das Signal auch meistens um einiges lauter. Hier ist dann noch ein Magic-Button, zudem aber gleich mehr. Gut, genug geredet, hören wir uns die Sache mal im praktischen Beispiel an. Wir hören uns das zunächst mal an einem Drumbeat an. Ich drehe hier einfach die Regler rein, so wie ich möchte. Und wir fangen mal an mit diesem Sample Rate Reducer, um das Signal hier einfach ein bisschen schlechter zu machen. Und dann spiele ich damit ein bisschen rum. Fangen wir an. Also man kann das Signal hier mehr oder weniger verschlechtern. Das hört sich alles so ein bisschen körniger an, sage ich mal. Und das ist recht cool gemacht und du bekommst recht schnell auch diesen Effekt. Das mag ich sehr an Baby Audio Plugins. Die sind sehr einfach zu bedienen und sehr intuitiv zu bedienen. Und insgesamt klingt dieser Beat hier schon wesentlich fetter und du kannst auch interessante Artefakte hier mit diesem Shape-Regler, also mit diesem Sample Rate Reducer hier schon erzeugen. Okay, gehen wir mal weiter zum nächsten Beispiel und das ist eine cleane Gitarre, die hört sich trocken so an. Okay, während ich sie jetzt abspielen lasse, schalte ich an und spiele mal hier ein bisschen mit den Einstellungen rum und wir versuchen so ein bisschen einen clean 80s Gitarrensound zu bekommen. Also auch hier bekommst du sehr schnell einen 80s cleanen Gitarrensound. Ich möchte an der Stelle jetzt noch den Magic Button zeigen. Das ist so eine Art, es klingt sofort alles besser Button und der emuliert einen dunklen FX Chorus. Du kannst aber danach auch noch Feineinstellungen vornehmen. Pass mal auf, was jetzt passiert. Also ich habe jetzt alle Einstellungen hier runtergefahren
Und wir machen dann diesen Magic Button an. An. ...1984, oder? Sofort, mit einem Klick. Also super cool gemacht. Gefällt mir sehr gut. Sehr schnelle Ergebnisse, sehr gute Ergebnisse in sehr kurzer Zeit. Gehen wir mal weiter und hören uns dieses Ding hier auf einen kompletten, auf komplette Synth-Layer an. Auch hier spiele ich einfach so ein bisschen rum mit den Einstellungen. Ja, also es klingt sehr fett dann gleich und man bekommt wirklich diesen etwas sample-reduzierten Sound, sage ich mal. Also es klingt tatsächlich irgendwie wie ein bisschen so eine ältere Aufnahme. Übrigens, wenn dir das Video bisher gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du es mit jemandem teilst, dem es eventuell auch weiterhilft. Machen wir mal weiter und zwar mit diesem E-Piano hier. Da fand ich den Effekt auch sehr, sehr cool. Ich lasse es auch erstmal laufen und wir gehen dann hier gleich wieder in diesen Magic-Button, mit dem ich mache, dass dein Signal gleich viel besser klingt, Button hier rein. Und hör mal, was, wie der Effekt dann hier drauf klingt. Achtung! Back to the 80s. Also wirklich Wahnsinn. Und was mir bei diesen Baby Audio Plugins so gut gefällt, ist, dass sie sehr, sehr einfach, sehr, sehr intuitiv zu bedienen sind und dass du sehr schnell sehr gute Ergebnisse erzielst. Wenn dir dieses Plugin gefallen hat, dann schau dir doch einfach mal dieses Video an, das jetzt unten eingeblendet wird. Das ist ein anderes Plugin von Baby Audio, iHeartNY, das auch sehr, sehr cool ist. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben, über einen netten Kommentar und wir sehen uns schon bald wieder im nächsten Tutorial. Bis dann!